Origin Access klingt ja irgendwie wie Early Access, hat aber damit zum Glück nicht sonderlich viel zu tun. Statt den Beta-Tester für unfertige Computerspiele zu machen, hat man hier Zugriff auf einen Haufen fertiger Titel. Wie bei Netflix, allerdings nur solange man zahlt. Das Abo kostet 24,99 € im Jahr, also 2,08 € im Monat. Oder eben 3,99 €, wenn man sich nur monatsweise binden möchte. Also fast doppelt so teuer. Die große Frage ist allerdings, lohnt sich EA Access? Diese Frage muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Spiele ihr schon besitzt. Aber hier erstmal die Highlights des Angebots. Wer Rollenspiele mag, freut sich vielleicht über Dragon Age Inquisition. Der dritte und neueste Teil ist mit im Paket, außerdem Teil 2 und der erste Teil Origins. Erst kürzlich hat EA die beliebte Lebenssimulation The Sims 4 mit in den Katalog aufgenommen. Schon seit einiger Zeit gehört auch FIFA 17 mit zum Paket. Ebenfalls spielen kann man FIFA 16 und FIFA 15. FIFA 18 ist verständlicherweise noch nicht dabei. Ebenfalls dabei sind Battlefield 3 und Battlefield 4. Bei Battlefield 4 ist der komplette DLC in der Premium Edition mit dabei. Außerdem spielen könnt ihr Battlefield Hardline in der digitalen Deluxe Edition. Auch die Crysis-Spiele sind solide Shooter mit viel Action. Besonders gut sind auch die Mass Effect-Spiele. Hier kann man den ersten, zweiten und dritten Teil spielen. Ein weiteres EA-Franchise ist Plants vs. Zombies. Nicht nur den allerersten Teil könnt ihr hier spielen, sondern die Garden Warfare-Teile 1 und 2. Auch erwähnenswert finde ich Mirror's Edge, und zwar nicht nur den ersten Teil aus 2009, sondern den wesentlich neueren Mirror's Edge Catalyst, der sich wirklich lohnt. Wer ein bisschen auf Horror steht, freut sich vielleicht über Dead Space, und zwar der erste, zweite und der letzte, dritte Teil sind enthalten. Außerdem dabei Need for Speed, und zwar der gleichnamige Titel, sowohl Need for Speed Rivals und Need for Speed Most Wanted. Nicht die allerbesten Need for Speed Spiele, aber doch ganz solide Rennspiele. Titanfall ist auch mit im Paket. Da ist leider nicht mehr so viel los, aber vielleicht gesellt sich ja Titanfall 2 bald mit dazu. Auch mit dabei ist Star Wars Battlefront 1. Als es herausgekommen ist, war es noch etwas nackt, aber mit den Add-ons ist doch einiges im Paket enthalten. Es gibt noch ein paar mehr Spiele, aber viele der Titel sind eher klein, unbekannt oder ziemlich alt. Meine persönliche Meinung ist, dass das Ganze für rund 2 € im Monat ein ziemlich gutes Angebot ist. Einzelne Spiele sind teilweise teurer als die jährlichen 25 €. Außerdem kommen im Laufe des Jahres ja noch Spiele dazu, die man direkt spielen kann. Zusätzlich zu den kostenlosen Spielen erhält man außerdem 10% Rabatt auf alle Origin-Käufe. Das gilt auch auf Vorbestellungen und bereits reduzierte Titel. Für 4 € im Monat finde ich es zu teuer, für 2 € finde ich es völlig okay.